Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, ich bin hier noch von gestern ganz voll mit Farbe, weil ich mir gestern die Haare gefärbt habe und vergessen habe, das Öl aufzutragen und dementsprechend ist noch ein bisschen Farbe dran. Genau. Ich starte heute in Vlog. Jetzt werden wir zusammen ein Bananenbrot backen. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ich würde euch mitnehmen. Und wie immer werde ich das Rezept auf jeden Fall in die Beschreibung reinpacken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns später wieder im Vlog. So, zuerst brauchen wir 80 Gramm Haferflockenmehl. Fünfzig Gramm gemahlene Mandeln. Fünfzig Gramm Dinkelmehl. 100 Gramm Quark. 2 Eier. Dann brauchen wir einen Teelöffel Backpulver, 3 Bananen. So, jetzt wird es kurz verrührt. Ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Erdnussbutter mit rein. Das sind jetzt 50 Gramm. Und dann gebe ich noch zuckerfreie Zartbitterschokolade dazu, auch so 60 Gramm. Und dann wird es noch einmal verrührt. Die Backform, da habe ich so ein paar gemahlene Mandeln rein, damit das Brot auch gut rausgeht. Und dann kommt der Teig jetzt da rein. Dann mache ich noch eine Banane obendrauf zur Deko. Ich würde das ein bisschen in den Teig reindrücken. So, und jetzt gebe ich den Kuchen, das Bananenbrot bei 160 Grad für 45 Minuten ins Backrohr.
Willkommen zurück im Vlog. Ich zeige euch ganz schnell, was ich eingekauft habe, weil der Akku ist gleich leer. Ich habe einmal ein paar Brötchen für die Kinder für heute Abend mitgenommen. Ich bin übrigens im Penny und im Rewe gewesen. Ich habe beim Rewe nur ein paar Angebote mitgenommen. Ich habe zweimal gefrorene Granat. Ich habe im Rewe zweimal gefrorene Granatapfelkerne mit. Dann habe ich zweimal den dann habe ich zweimal Weichspüler von Lenore mitgenommen. Dann zweimal Fisch. Oh, Salat. Zwei Dosen Fisch. Dann habe ich zweimal Butter mit. Dann ist der Camembert von Weinstephan für 60 Cent im Angebot gewesen, habe ich drei Stück mit. Und dann sind diese Rana Pfannengnocchi sind für 1,79 im Angebot gewesen, habe ich mir auch mitgenommen. Und jetzt schnell das, was ich im Penny geholt habe. Im Penny habe ich ausgegeben 39 Euro. Ich habe einmal so eine Gemüsebrühe mit, dann einmal, ich habe einmal den Romanesalat, dann einmal Hähnchenbruststücke und einmal Hähnchenschnitzel. Dann habe ich mitgenommen einmal Hähnchenkochschinken, einmal Jetzt kommt einmal Vollkorntoast, ein Brot, zweimal Kaffee, weil der ist für 3,99 übrigens im Angebot gewesen, und einmal Kloßteig, weil ich habe mir überlegt, ich würde gern mal wieder so gefüllte Knödel machen, und zweimal Mozzarella. Genau, das war's. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück im Vlog. Wir haben heute Dienstag. Es ist jetzt gleich 11:30 Uhr. Ich habe jetzt schon Teetherapie gehabt, der Kater, wie er schaut. Ist das süß. Oh mein Gott. Na, Stinky? Komm mal her. Sag auch mal guten Morgen. Sag auch mal guten Morgen. Sag auch mal guten Morgen, guten Morgen. Na? Oh, du Schnurrer, du. Genau. Ich habe Therapie gehabt und bei mir ist ja immer so, dass ich eine Woche in München habe für 2 Stunden und dass ich eine Woche online für eine Stunde habe. Und genau, und das war richtig, richtig, richtig gut heute. Wo mein Therapeut mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, war wieder mit dem, dass ich gesagt habe, das ist für mich gerade echt schwierig zu akzeptieren, dass ich mir gerade noch keinen Job suchen kann, weil ich einfach das psychisch gar nicht schaffe. Und dann hat er gesagt, dass ich mich mal als Ganzes sehen soll, dass ich mich nicht nur die Ina sehen soll, die jetzt gerade sich keinen Job suchen kann oder die gerade nicht beim Arbeiten ist, sondern dass ich dass ich Mutter bin, dass ich Hausfrau bin, dass ich Partnerin bin, dass ich dass ich koche, dass ich einen Haushalt mache und so weiter, dass ich mich als ganzheitlich sehen kann und dass nur ein kleiner Teil von mir gerade nicht kann. Punkt. Und das ist, was mir auch so ein bisschen, ja, was mir einfach auch wieder Mut macht. Und genau, ja. Auf jeden Fall würde ich euch heute ein bisschen durch meinen Haushalt mitnehmen, beziehungsweise
Ich werde euch heute ein bisschen beim Kochen mitnehmen. Für den Christoph gibt es auf jeden Fall Ofenkartoffeln und das Fleisch, was von gestern noch da ist. Und ich weiß noch nicht, ich habe mir gedacht, dass ich, was ich mir auf jeden Fall mache, ich möchte mit dem Babyspinat was machen. Nur bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir Quinoa oder Couscous dazu mache. Und auf jeden Fall werde ich Thunfisch dazu machen. Ich glaube nämlich, dass wir noch Thunfisch haben. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt noch Thunfisch haben. Ich dachte, wir hätten. Doch, hier. Genau. Ich habe noch einen Thunfisch da. Ich werde mir irgendwie eine Bowl mit Thunfisch, ich glaube Couscous und Salat machen und eben den Babyspinat dazu. Ich glaube, das werde ich machen. Genau. Ansonsten freue ich mich, dass ihr noch dabei seid. Weiterhin viel Spaß und ich werde mich jetzt der Küche und dem Wohnzimmer eben ein bisschen widmen und da schauen, dass Ordnung ist. Genau. Ich wollte was gibt gleich da.
So, wir werden jetzt zusammen kochen. Und zwar werde ich für den Christoph Ofenkartoffeln machen, beziehungsweise ich werde die hier in der Heißluftfritteuse machen. Da habe ich hier Kartoffeln, die schon vorgegart sind. Die gebe ich hier in das Fritteusending hier rein. Also in dieses, halt in das Ding hier rein. Moment, ich brauche schnell Öl. Dann brauchen wir Öl. Da werde ich jetzt das ganz normale Rapsöl nehmen. Und zwar, da kommen 2 Esslöffel drauf. Dann würze ich das Ganze mit Pfeffer. Dann kommt rein Salz. Dann kommt rein Knoblauch. Dann gebe ich rein Paprika edelsüß rein. Dann gebe ich noch dazu Oregano und ein bisschen Thymian. Wenn ich noch einen da habe. Mal schnell gucken. Ja. Na, jetzt kommt. Und bei den Gewürzen ist, da könnt ihr reintun, was euer Geschmack ist. Das ist eben das, was, wo ich weiß, dass der Christoph das am liebsten mag. Und dann bloß durchrühren. Und dann gebe ich das in die Heißluftfritteuse. Bei 180 Grad mache ich jetzt erstmal 15 Minuten. Und dann werden wir sehen, wie lange es braucht. Jetzt komm. Jetzt. So, jetzt brauchen wir schnell heißes Wasser. Bereite ich jetzt den Couscous-Salat vor. Nein, nicht Couscous-Salat. Ich werde eine Gemüsebowl oder Salat-Gemüsebowl machen und die Grundlage ist Couscous und da kommt dann Thunfisch mit dazu und wir fangen jetzt mit dem Couscous an. Da brauche ich jetzt mal 100 Gramm. Weil ich mache jetzt ein bisschen mehr, weil ich dann für heute und morgen was davon habe. So, 100 Gramm Couscous. Dann nochmal eine Gabel. Und dann kommen auch 100 Gramm Wasser dazu. Im Prinzip könnt ihr euch das so merken, so viel, dass es quasi 1 zu 1 ist. Wenn ihr 200 Gramm Couscous nimmt, dann 200 Gramm Wasser. Wenn ihr 100 Gramm, so wie bei mir Couscous, dann noch 100 Gramm Wasser. Und dann lasse ich das Ganze jetzt ein bisschen stehen.
Den Salat habe ich gestern schon vorbereitet. Da ist drin Romana, Tomaten, Gurken und Mais. Und später kommt dann noch der Thunfisch dazu. Und ich glaube, ich koche noch ein paar Eier. Das werde ich noch machen. Weiter freuen sich auch die Kinder heute Abend. Wo ist mein Spüllappen? Hier. Da freuen sich auch die Kinder heute Abend, wenn sie zum Abendessen in Ei bekommen. Ich werde jetzt auch die ganze Packung gleich kochen, weil die halten sich ja auch eine Woche im Kühlschrank. Und das ist, was ich eigentlich total gerne mag, wenn immer Eier vorgekocht im Kühlschrank sind, hoppala, so als Snack zwischendurch oder zum Abendessen oder so jetzt dann zur Wohl als Deko dazu, finde ich ganz schön so. Morgen werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen beim Kochen, weil morgen möchte ich nämlich gefüllte Kartoffelklöße machen mit einer Champignon-Rahm-Soße und es schmeckt so lecker und dann nehme ich euch morgen auf jeden Fall mit. So. So, der Couscous ist jetzt durchgezogen. Der wird jetzt mit der Gabel einfach so aufgelockert. Dann kommt da Salz drauf. Und ich gebe gleich noch so ungefähr in Esslöffel Olivenöl drauf. Einmal durchrühren. Kann noch ein bisschen Knofi rein. Noch ein bisschen Salz. Mache ich noch ein bisschen Pfeffer rein. Und ein bisschen Öl kann auch noch rein. Ein bisschen Zitronensaft gebe ich noch dazu. Und ich gebe noch ein bisschen Schnittlauch rein. Und so finde ich, ist das aus so einem ganz langweiligen Couscous, du mit Gewürze und Kräutern ganz, ganz viel rausholen kannst. Aber ich mache jetzt noch ein bisschen Dill rein. Ich finde, es passt sehr, sehr, sehr gut. Mmh.
sehr lecker, das schmeckt ultra gut. Ich zeige euch dann später, wenn ich meine Portion anrichte. Für Christoph ist das Fleisch von gestern noch da. Das werde ich nachher einfach nur auch in der Heißluftfritteuse schnell warm machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Also ich habe hier den gewaschenen Blattspinat. Dann kommen da 100 Gramm gekochter Couscous drauf. Dann gebe ich dazu ein bisschen was von der Salatsoße. Ein bisschen was da drauf. So, das reicht auch schon. Dann kommt der Thunfisch. Da habe ich Thunfisch im Saft, weil den mit Öl, den mag ich auch gar nicht. Tue ich mir jetzt so 100 Gramm drauf. Und wie viel sind denn da drin in einer Dose? Ja, müssen wir mal schauen. Ein bisschen was gebe ich da drauf. Ja, so 70 Gramm, das reicht mir. So, und dann mache ich mir noch 50 Gramm fette Feta drauf. Den zerbrösel ich einfach so ein bisschen. Nochmal den einfach auch mit drauf. Und dann habe ich hier noch was vom Salat. So. Und die Kette drauf machen mit den Katzen. So ist es jetzt. Mal einmal durchrühren ein bisschen. Und dann probieren wir mal. Oh, das ist richtig, richtig gut. Sehr lecker. Hallo, mein Schatz. Hey, mein Schatz. Zweimal Auka. Auka. So. Ich weiß. Hier sind die Kartoffeln. Kann man es sehen. Jetzt, ja. Und so sind die Kartoffeln. Mache ich ihm jetzt gleich noch das Fleisch rein, dass es warm wird. Genau. Schön das Fleisch rein. Das werde ich jetzt aber auch nur auf 140 Grad warm machen, weil es soll ja nur warm werden und nicht mehr garen. Gut. Ja, ich beende jetzt den Vlog. Schatz, dann beende ich jetzt den Vlog. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.